Wir sind die ganze Zeit hier im Tal bergauf gelaufen, ja, am Fluss bzw. am Gebirgsbach entlang. Und irgendwann haben wir einfach mal Pause gemacht. Das seht ihr jetzt. Das ist wirklich die Erfrischung schlechthin, aber nicht zu lang, sonst frieren die Füße ab. Ey. Sie sind nun gleichmäßig bergauf gegangen, war gut zu gehen, war ein ausgetretener Weg. Ja, und so um 1 Uhr rum haben wir dann endlich entschieden, uns mal ein Mittagsplätzchen zu suchen. Und Standards und ich essen. Heute gibt's Verpflegung von MRE. Meal ready to eat. Es wird jetzt schon richtig heiß. Vielleicht klappt es so wie gestern auch, dass hier ein bisschen rausdampft. Es stinkt ein bisschen, jetzt seht ihr's. Boah, das wird richtig heiß. Passt auf, dass ihr euch nicht verbrennt. So, Essen ist drin, einmal umknicken und dann in die Verpackung rein, damit es schön zusammen ist. Boah, das ist brutal heiß. So, das lassen wir jetzt ungefähr 10 Minuten in einem Winkel von 40 Grad oder so stehen. Und so, riechen tut schon mal ziemlich gut. Fleischbällchen. Jetzt gucken wir mal, was noch das Kartoffelzeug hier kann. Naja, vom Aussehen her nicht so toll. Aber wir probieren mal. Ja, also soll Kartoffelgratin sein. Schmeckt nach Kartoffeln. Na, warte mal, dafür könnte man das Salz benutzen. Es fliegt hier oben natürlich alles durch die Gegend. Ist ja logisch. Aber ein bisschen viel Salz. Ja, nach der Mittagspause ging es dann weiter auf 2806 Meter. Über diverse Geröllfelder, bis wir eine lustige Begegnung hatten. Da verstellt sich bestimmt auf der Stein, wenn der größer ist wie du.
Hier am Ende vom Tal, bei diesem kleinen Gletscher, war dann unser Weg zu Ende. Es ist einfach viel zu riskant, ohne Steigeisen und Ausrüstung über so einen Gletscher im Sommer zu gehen. Und deshalb war es hier eben zu Ende. Außerdem habe ich für euch noch ein Video zusammengestellt. Was alles in meinem Rucksack ist, das findet ihr in der Beschreibung. Vielen Dank, dass ihr das Video verfolgt habt. Und vielleicht habe ich ja durch eure Motivation auch Lust, weiterhin irgendwelche Vlogs zu machen. Bis dann, ciao.